Nachdem ein Zug der S-Bahn zwischen Stellingen und Langenfelde aufgrund technischer Probleme liegen geblieben ist, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Passagiere über die Gleise evakuieren. Über Leitern werden die Fahrgäste aus der Bahn und entlang der Gleise in Sicherheit gebracht. Am Donnerstagvormittag war ein Zug der Linie S21 in Stellingen auf offener Strecke ausgefallen. Grund ist nach Angaben der S-Bahn offenbar ein technischer Defekt. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften an. Wir haben rund 250 Personen, die sich in dem Zug befinden, beziehungsweise die bereits schon evakuiert werden. Es gab bei dem Einsatz glücklicherweise keine verletzten Personen. Und es musste erstmal ganz genau geschaut werden, mit welcher Zuwägung am besten die Evakuierung eingeleitet werden konnte. Letztlich wurde ein Notausgang in einer der Schallschutzmauern genutzt, um die Fahrgäste aus dem Gleisbereich zu leiten. Mehrere Stunden lang wurde der Zugverkehr zwischen Eidelstedt und Diebsteich eingestellt. Erst am Nachmittag konnte der defekte Zug abgeschleppt und die Strecke wieder freigegeben werden.